Warte, machen wir mal einen schönen Abstecher nach Bikini Bottom. Aber um da hinzureisen, müssen wir erstmal hier den Captain hauen. Alles klar, Kinder? Ei, ei, Captain! Jetzt müsst losgehen, oder? Yeah, jetzt geht's los. So, hey SpongeBob. Achso, erstmal reden mit ihm. Du bist ein selbst den aussehender Fisch. Bist du aus Rock Bottom? Oh Gott, ich hoffe nicht. Du bist bestimmt in Bikini Bottom für das große Fest des besten Tages aller Zeiten. Na klar, irgendwie. Bad Rock Bottom? Na komm, irgendwie. Ja, klar sind wir dabei. Interessant. Nun, willkommen, neuer Freund. Möchtest du mir bei meinen Plänen für den besten Tag aller Zeiten helfen? Ich möchte heute allen Freunden helfen, damit sie den besten Tag aller Zeiten erleben. Ja klar, können wir dir helfen. Dazu gehören Patrick, Thaddeus, Mr. Krabs, Sandy, Mrs. Puff und sogar Planton. Oha, den seht ihr auch als Freund? Was meinst du? Ja, absolut, packen wir es an. Na komm, wir packen es an. Perfekt, wann immer du bereit bist, lass uns rausgehen und den heutigen Tag zum besten Tag aller Zeiten machen. Aber SpongeBob, wir sind doch schon draußen. Also wirklich. Ein Quallennetz? Was machen wir mit einem Quallennetz? Ich glaube, eine Qualle fangen. Quali, 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 Quali. Quali, Quali, komm. Ha, Sackgasse. Jetzt aber. Komm. Wo willst du denn hin? Guck mal, SpongeBob, eine Qualle. Ich habe eine Qualle. Jetzt sag mal, guck mal hier, SpongeBob's Baby, Alter. Der hat doch mal hier auch mal sowas aufgezogen. Alter. Richtige Tierwelt, was hier gibt. Aber wir sind Tierfreunde. Also, Qualle. Ne, wir kennen die Regel. Was gefangen ist, muss auch wieder freigelassen werden. So, SpongeBob, wir machen mal Haustour bei dir heute. Mal gucken, wie das hier so ein bisschen rüberkommt. Aber ich muss schon sagen, das sieht ganz geil aus. Also echt gut getroffen. Hm. Ja, warte mal, was? Fangen die hier schon auch mit Fake-Türen an, so wie ich? Was ist das denn? Mal guck mal, hier erstmal die Küche. Können wir hier uns hinsetzen? Oh ja. Oha, wir können uns hier hinsetzen und was essen. Was hat denn der da? Salz- und Pfefferstreuer? Das ist ja praktisch. Ich glaube, das muss ich auch mal bei mir so hinhängen. Schick, schick, SpongeBob. Schick, schick. Können wir was essen? Hast du den Küchen abgeschlossen? Patrick ist doch nicht in der Nähe, oder? Kannst auch ruhig aufmachen. Hm, dann eben nicht. Okay, hier haben wir unseren Sportraum. Mit Spiegel oder was es hier sein soll. Dann werden wir hier ein paar Klimmzüge machen. Wir müssen uns ja aufwärmen für den besten Tag aller Zeiten. Yeah. Schick, schick. Aber SpongeBob, genug trainiert. Wir gucken uns mal weiter dein Häuschen an. So, Wohnzimmer, da waren wir ja. Aber guck mal, rausgucken können wir auch nicht. Die machen das wie ich. Alles fake. So. Aber solche Türen sind geil. So müssten die Minecraft-Türen sein. Oh weia. Die zeigen hier wieder Sachen, die eigentlich sein sollten. Ich hab noch nie drauf geachtet, war in der Bücherei immer, sag ich mal, der Sessel, Alter, an so einen Haken? Komm, SpongeBob, wir gehen mal nach oben. Erstmal hier die Rutsche da oben. Hier müsste ja bestimmt dein Schlafzimmer sein, jawohl. Och, guck mal, Gary, Gary, Gary. Was hast du mir zu sagen? Miau, miau, miau. Streichle Gary. Oh. Das ist doch mal was Süßes. Ich will nochmal. Streichle Gary. Oh. Niedlich. Mal den Wecker einstellen. Alter. Wenn du da nicht wach wirst, dann weiß ich auch nicht. Was haben wir hier? Oh, das Badezimmer von SpongeBob. Oh, das kennen wir doch ganz gut. Seine berühmte Badewanne und hier, wo er sich immer, sag ich mal, ausfringt, Alter, wie so ein Schwamm. Das Waschbecken. Toilette. Eigentlich soll man sich ja nicht filmen, wenn man auf Toilette sitzt, aber wir machen heute mal eine Ausnahme. So, SpongeBob, schönes Haus, aber ich würde mal sagen, komm, wir gehen mal deinen Nachbarn besuchen, oder? Thaddeus und, Patrick. Ah, lol. Die Rutsche funktioniert sogar. Na los, auf zu Thaddeus. 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 Ah, guck mal, der steht da schon.
Er hat keine Wahl. Wir kommen auf ihn zu. Mit Spongebob und Schlepptau. Hallo, Thaddeus. Du bist also Spongebobs neuer Freund. Tut mir leid für dich. Oh, brauchst du nicht. Aber es ist schön, dich kennenzulernen. Ah, Thaddeus, es ist doch immer herrlich, dich auch kennenzulernen. Und auf Wiedersehen. Ach, wie nett. Andererseits hast du gesagt, dass du mit... Was? Dass du mir mit dem besten Tag aller Zeiten helfen wolltest? Das, ja, kann sein, ja. Kannst du irgendein Instrument spielen? Ja, ein Notizblock? Mayonnaise? Ist Mayonnaise denn auch ein Instrument? Das reicht. Für meinen besten Tag aller Zeiten möchte ich mein Talent an Leuten darbieten und vor dem riesigen Publikum auf der Austernbühne auftreten. Das einzige Problem ist, dass ich eine Band brauche. Also brauche ich leider deine Hilfe. Warum leider meine Hilfe? Sei doch glücklich, dass ich dir helfe. Du sollst ein Instrument aus einem alten Teil in mein Haus zusammenbauen können. Also, wollen wir wirklich ein Instrument für Thaddeus bauen? Der hat doch nur eine Klarinette. Oder was hat er da noch? Los geht's, später. Ey, guck mal, das ist schon die erste Mission, die wir haben. Ja, dann, würde ich sagen, ja, klar, nehmen wir an. Ach, wir spawnen gleich in sein Bett, hier in sein Schlafzimmer. Okay. Aufgabenstellung, suche Teile, um ein Instrument zu bauen. Können wir nochmal mit dir reden? Was dauert da so lange? Hast du schon ein Instrument zum Spielen gefunden? Ja, noch nicht. Nein, haben wir noch nicht. Ach, Thaddeus. Thaddeus. Oh, hier ist eine Kiste. Oh, was haben wir denn hier? Was? Metallplatte? Stöcker? Holzgehäuse? Ich würde mal sagen, das sieht aus wie eine Gitarre. Ach, guck mal hier. Hallo, was? Ach, guck mal hier, was wir hier bauen können. Ach, dürfen wir uns denn hier aussuchen, was wir hier... Okay. Vielleicht finden wir noch mehr Teile. Vielleicht können wir hier so richtig viele Instrumente bauen. Hier hat schon einer spioniert. Hier ist schon die Tür offen. Wir sammeln Teile. Teile für Instrumente. Aber wie fake, Alter. So abgekopiert von mir. Ich baue auch so. Oh, wir gehen nach unten. Hätten wir da nicht eigentlich starten müssen im Haus? Ach, Thaddeus Kunstwerke. Ein Traum. Och, nee. Oh, ist ein schönes Wohnzimmer und Küche. Aber echt gut nachgemacht, Alter. Ja. Hier haben wir noch irgendwo eine Kiste gesehen. Hier haben wir eine Kiste. Gib mir, was da drin ist. Ich nehme alles mit. Das war doch noch nicht alles. Hier muss doch noch irgendwo was versteckt sein, oder? Nee? Nichts mehr versteckt, Thaddeus? Na gut, gut. Gucken wir mal, was wir alle so basteln können. Also, wir können eine Trompete basteln. Wir können eine Gitarre basteln. Das war's? Mehr nicht? Was? Haben wir irgendwo was übersehen? Irgendwo was? Was noch offen war? Nee, oder? Nee. Wir können Instrumente spielen? Okay, was haben wir noch gebaut? Eine Gitarre. Okay, ja, ich könnte mich daran gewöhnen, ein Instrument einfach so gleich spielen zu können. Thaddeus braucht dafür jahrelang, um ein paar richtige Töne mal zu treffen und wir können hier gleich auf Anhieb. Okay, Thaddeus, wir haben Instrumente. Ja. Nun schau an. Du siehst fast wie ein echter Musiker aus. Oh, wie nett. Lass uns in die Stadt gehen und vor einigen Leuten auftreten, um uns aufzuwärmen. Ja, okay, ja, machen wir. Jetzt sind wir in der Stadt. Und wir haben Instrumente. Achso, er hat seine Klarinette, Spongebob hat seine Gitarre. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir die Trompete. So. Achso, wir spawnen vorm Einkaufscenter. Ja, gut, ich habe noch nie im Einkaufscenter gespielt. Erinnern wir heute mal. Jeder muss mal was Neues ausprobieren. Will einer meine Musik hören? Wie heißt denn der hier am Tresen? Hat er einen Namen? Hast du gehört? Heute ist der beste Tag aller Zeiten. Ja, hier ist doch immer der beste Tag aller Zeiten. Ich spiele dir mal was vor. Ach, Tatsache, das zählt sogar. Okay. Ey, du Sardine, ich spiele dir was vor. Hey, Aufgabe. Wir kommen voran. Noch acht Leute. Acht Leute, die wir nerven müssen.
Ich spiele mal vor auf der Gitarre. Vielleicht ist es nicht so nervig. Yeah, er freut sich. Komm, du freust dich auch. Das ist der Schokoladentyp. Leute, heißt sogar Schokoladentyp. Schokoladentyp, magst du keine Musik? So, wen wollen wir noch begeistern? Hier, guck mal, die sieht schon so aus, Alter. So, die freut sich schon. Alter, jetzt glänzen die alle ab. Jawohl, wir machen mehr, als wir sollen. Okay, Aufgabe geschafft. Sprich mit Thaddäus. Thaddäus? Wow, du klingst echt nicht total schlecht. Oh, danke. Ich glaube, wir sind bereit für den großen Auftritt auf der Außenbühne. Bist du soweit? Jetzt schon? Jetzt schon auf Rampenlicht? Oh mein Gott. Ja, okay, ja. Oh Gott, ich bin so nervös. Oh mein Gott, da sind ja alle. Da ist sogar Missy, unser Seepferd. Und Perla. Und, wen haben wir da noch? Oh, SpongeBobs Eltern. Wer ist die da in der Mitte? Achso, ja, die Mutter. Ja, Oma und Eltern. Okay. Oh nein, Siegbert von Schnösel, wie heißt. Oh nein, die Nummer 1 ist auch da. Also bekannte Gesichter. Und da ist der alte Jenkins. Jenkins und Schokoladentypen sind da auch mit bei. Ach, das weckt doch alles Erinnerungen. Larry und der Seifenkumpeltyp. Oh Mann. Oh Mann. Wir kennen sie alle, Thaddäus. Wir kennen sie einfach alle. Mann, wir kennen sie. Und da soll ich hingehen? Habe ich hier meinen Platz? Hier soll ich hin? Was wollen wir denn spielen? Trompete? Nee, Gitarre, ne? Die Gitarre hört sich besser an. So. Dann muss ich jetzt anfangen zu spielen. Ja, das war mal ein Auftritt, würde ich sagen, ne? Musikalisches Fest geschafft. Und wir kriegen eine Belohnung. Wir kriegen die heilige, wie heißt sie doch mal? Marionette? Nee, wie heißt sie denn? Wie heißt sie? Wer sie haben? Klarinette. Klarinette, das war der Name. Aber ich kann nicht drauf. Wow, unsere Belohnung dafür, dass wir so fleißig waren. Um Thaddäus zu helfen, haben wir die heilige Klarinette gekriegt. Ach, vielen Dank, Thaddäus. Du bist doch der Beste. Ach, Wahnsinn. SpongeBob, ich glaube, wir sind noch nicht fertig mit unserer Reise. Der beste Tag, der fängt ja gerade erst an. Und da hinten sehe ich schon den nächsten. Hier, dein besten Kumpel, Patrick. Auf hin da. Nein, ernsthaft? Warte mal, das müssen wir nochmal uns angucken. Warte mal. Erhebe dich. Alter, was ist das denn? Warte, ich will es nochmal sehen. Ach, wie geil. Das kriegst du ja mit den Kopierblöcken gar nicht hin, so. Guckt euch diese Animation an. Geht auf, zu. Auf, zu. Ich kann den ganzen Tag machen. Oh, ist das cool. Wenn wir jetzt da runter sind, erschlägt er uns? Ne, ich hoffe nicht, ne? Ich will ihn anmachen, den Fernseher. Warum geht das nicht? Ich will mich hinsetzen. Ah, das geht. Patrick! Ein gefährlicher Fremdling. Nein, ich bin kein Fremdling. Oh, du bist SpongeBobs neuer Freund? Warum hast du das nicht gleich? Nicht gleich, was? Jeder Freund von SpongeBob ist ein Freund von mir. Ah, das finde ich aber nett, Patrick. Vielleicht können du und SpongeBob mir helfen? Wobei, ein neues Fahrgeschäft macht in der Handschuhwelt auf und ich möchte unbedingt damit fahren. Mehr als ich mir in meinem ganzen Leben etwas gewünscht habe. Patrick, okay. Ich dachte, du hast schon so viele Wünsche gehabt, aber okay, ja gut, dann fahren wir halt mit einer Achterbahn oder keine Ahnung, oder mit einem Riesenrad oder was weiß ich, was du willst. Aber es ist im Bau, was auch immer das bedeutet. Aber ich muss damit einfach fahren und ich kann es kaum erwarten, kannst du mir helfen, das zu tun? Ja, sicher. Wirklich, vielen Dank. Okay, lass uns zur Handschuhwelt reisen. Wir treffen uns bei der Achterbahn. Oh, guck mal, eine Achterbahn. Ja, ein bisschen später. Upp. Ja, da sind wir einfach mal in der Handschuhwelt angekommen und starten beim Eingang.
in der Handschuhwelt. Aber was wir hier erleben werden, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, Freunde. Und SpongeBob, hast du noch irgendwas zu sagen zum Schluss? Nein? Ja, dann guck einfach nur freundlich in die Kamera. Und wir hören uns in der nächsten Folge in der Handschuhwelt wieder. Yeah, Handschuhwelt. Und hier sind alle unsere Freunde wieder. Ist ja kurios. Lol.